Oh ja, schöne Musik hier. Bei Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Guten Morgen. Ahoi, Kenway. Wer ist das? Adivale, Quartiermeister der Jackdaw. Jackdaw. Du hast deine Brig nach einem lausigen Vogel getauft? Ade, diese Herren sind der größte Teil unserer wachsenden Konföderation hier. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kitt. Du lässt ihn eine Muskete tragen? Frieden, Ben. Ade rettete mein Leben. Und nun suchen wir nach einer Crew, um ein Schiff zu bemannen. Nun, es gibt zahlreiche fähige Männer. Nur sei vorsichtig. Vor 2 Wochen kam eine Schiffsladung englischer Seeleute an und fühlt sich nun auf, als würde ihnen hier alles gehören. Gut. Vielleicht kann ich wen anheuern. Die Anzeige repräsentiert die Stärke ihrer Crew. Ihre Crew ist eine essentielle Ressource, mit deren Hilfe sie gegnerische Schiffe plündern können. Für größere Schiffe benötigen sie auch eine größere Mannschaft, um sie zu entern. Das ist wohl logisch. Es gibt 2 Möglichkeiten, neue Besatzungsmitglieder anzuheuern. Sie können Seeleute in einer Taverne anheuern. Sie können Piraten in Not helfen. Cool. Und sie können hier diese Kristalle sammeln. Alle Männer, die überall rumliegen. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. Den da oben wollte ich eigentlich haben. Den da. Danke. So, und wir machen es natürlich auf die konventionelle Art und Weise, indem wir Truhen sammeln und sie einfach retten. Dann brauchen wir nicht so viel Geld. Können das Geld lieber in Munition und ähnliches packen. Waffen und sowas. Wir haben zumindest jetzt schon mal 2 Pistolen. Das ist doch schon mal cool. Ich glaube, wir können maximal 4 tragen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wo kommt der denn her? Aber das sehen wir ja dann. Vier neue Mitglieder. Und hops. Weiter geht's. Da oben sind noch welche. Oh, vielleicht hier unten? Na? Ah, ne, über uns. Müssen wir irgendwie hier rum? Hier hoch am besten. So. Da sitzt er. Und wieder 4 neue Mitglieder. Na Jungs, was geht? Wie? Was ist los mit euch? Cool, die reden sogar Englisch. Finde ich gut, dass nicht alles auf Deutsch gemacht wird. Ganz ehrlich, ich fick dir jetzt weg, die blöden Säcke. Wir sind hier in einer Piratenstadt. Engländer sind nicht erwünscht. Siehst du? So, außerdem wollte ich hier die Truhe haben. Dankeschön. Damnation, run! Shit, run! Wie krass. Finde ich ehrlich gesagt geil. Willst du gleich mit 50 Peitschenhieben anfangen, Dullum? Hier, du fängst mit Peitschenhieben an. Treib doch gleich Unzucht mit dem Tod. Gracias, meinen Dank. Mein Leben gehört euch, Capitano. Sehr gut, warum auch immer er 2 Crewmitglieder darstellt. Kein Thema. Nehmen wir alles gerne. Da hätten sie noch ein paar, die wir retten können. Hey Jungs, ihr habt hier nichts zu suchen. Oh. Hier ist eine Truhe. Dahinter. Ich hab sie gesehen.
Wir sind hier in einer Piratenstadt, da haben Engländer nichts zu suchen. Ganz einfache Kiste. Kiste, hier. Kiste. Ja, ich weiß, schlecht. Aber egal, Kiste. So, da hinten ist doch wieder so ein Spacko, der meint, hier irgendwelche Leute abknallen zu können. Hier, wie wär's mit sterben und Crew anheuern? So, was haben wir denn da hinten? Da ist ja auch wieder was Schönes. Was ist mit dir, Harbor Master? Ja, dann warte noch eine Sekunde und wir sind Kapitän. Ah, das Gebäude sieht gut aus. Yo. Yo. Yo, was geht, Alter? Yo, Ghetto Slang. Yo. 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 Yo, 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 yo. Kein Thema, mein Freund. Yo, yo. Schlagen? Oh, man kann sogar auf einer Dingens schlagen. Und hops, einmal hoch. Hey, ich wollte eigentlich synchronisieren. Das ist irgendwie so ein Modersumpf oder so. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Hier unten da, dieser Teich. So ein bisschen moorig aus oder modrig. Hey, was ist mit euch beiden? Alles klar bei euch? Hi, und alles klar bei dir? Hier. Wie wär's mit Kopf an die Wand? Gut. Und ich hätte gerne dieses Manuskript. Dankeschön. So. Da oben haben wir auch noch einen Aussichtspunkt. Karte von Kolumbus. Hey, ich wollte mehr. Karte von Kolumbus. Wie komme ich da jetzt hin? Hier? Ah, hier. Datenbank. Animus-Datenbank. Die Shanties. Dokumente. Manuskripte. Das ist neu. Schaut euch das an. Kind in der Gebärmutter. Eine Zeichnung von Leonardo da Vinci. Ihre Bedeutung ist unklar. Sie stammt aus dem Besitz von Peter Beckford. Karte von Kolumbus. Kann ich jetzt hier irgendwie drehen oder so? Ich kann nichts damit machen, leider. Was soll das denn darstellen hier? Kann das irgendjemand hier entziffern? Alter. Noch kleiner hätte ich es gemacht. Ja, ich hätte es noch kleiner gemacht. Ich finde, das war viel zu groß dargestellt. Mit Zoom-Funktion und allem drum und dran. Wer braucht das denn? Niemand. Wer will sich das denn auch genauer angucken? Niemand. Genau, deswegen kriegt man es ja auch. Halt's Maul. So, wo muss ich denn da jetzt drauf? Hier muss ich drauf. Gut, gehen wir hier drauf. Okay. Alles klar, hier geht's hoch. An den Seitenwänden weiter. Jetzt hier in der Mitte an dem Gitter hochgeklettert. Das geht alles wunderbar. Hier ist doch irgendwo eine Truhe, ne? Ist sie unten oder ist sie hier auf der Ebene? Ach, die ist da drin, okay. Ja, dann gehen wir noch ein Stück hier rauf. Mal gucken, wie wir da reinkommen. Hopsa. Von hier oben anscheinend nicht. Hallo? Kommst du mal bitte rüber? Dankeschön. Dankeschön. Ach ja. Gut, jetzt gehen wir da noch eben die Kiste holen. Wie auch immer wir das machen. Hallo. Da geht's rein. So, was kriegen wir? 196 und ein Goldkettchen. Ne, 199 und ein Goldkettchen. Hopsa. Yadi, 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 yo. Jetzt gehen wir zu den nächsten Piraten. Denn wir brauchen eine Crew, mit der wir segeln tun. Na komm, hopp, hopp. Einmal darüber. Nein! Ja, genau. So wollte ich es haben. Hier über die Leitungen drüber gelaufen. Was auch immer das darstellen soll. Wäscheleinen oder sowas.
So, hier, jetzt kannst du da hoch. Oder auch nicht. Dann springen wir eben ganz komisch durch die Gegend wie so ein Eichhörnchen auf Crack. Und da stehen auch schon wieder ein paar Spastis, die hier nichts zu suchen haben. Da. Hi Jungs. Wie sieht's aus bei euch? Die Hinrichtung erreichen. Ach so. Da ist wieder hier irgendwo so ein Fragment. Captain Kenway, kommt schnell. Soldaten haben einen Mann in Eisen gelegt und wollen ihn hängen. Was, wie? Ja, dann lauf. Wen denn? An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler Unschuldiger. Zu vieler. Im Namen seiner Majestät ergeht daher... Hold there. I'll enjoy this, I will. Sonst noch irgendwas? I've got a clear shot. Hier, stürz mal ab, du Blödmann. In my sights, clear as day. Fish in a barrel, mate. I've got a clear shot. Ha! Gegen die Wand gerannt. So. Ich konnte dich irgendwie erbeuten oder sowas. Was hast du denn? Okay. Laden wir mal unsere Pistölchen nach. So. Hinrichtung haben wir damit verhindert, würde ich mal sagen. Aber hier ist noch irgendwo... Da oben oder was? Da. Ah, da muss man von da oben dann hier runterspringen in den Heuwagen. Okay. Müssen wir uns merken. Da links ist noch ein Aussichtspunkt, den ich gerne mitnehmen würde. Bevor wir dann zur Quest schreiten. Oh, der ist hier. Aber ich finde das echt cool, dass sie hier auch auf Englisch reden und dann dieses britische Englisch. Ich finde, das passt einfach sehr gut in die Szenerie hier rein. Da, sonst wurde ja immer alles auf Deutsch, glaube ich, übersetzt. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon, dass das meiste dann... Ja gut, bei 2 war es immer mit diesem Stronzo. Stronzo runter vom Dach, das weiß ich noch. Das war immer einer der Lieblingssprüche. Aber ansonsten... Ist mir das zumindest nicht immer so exzessiv aufgefallen. So. Hier links ist wieder so ein Shanty. Wobei das... Ja, komm, das holen wir uns jetzt noch. Hey. Wo ist das hin? Hallo, hallo, hallo. Da fliegt es. Da fliegt es. Da fliegt es. Ich krieg dich! Och Gott! Assi! Hey, hier ist aber noch irgendwie wieder so eine Codex-Seite. Hi! Noch irgendwas gesagt oder was? Ich hab dich nicht so ganz akustisch verstanden. Du nuschelst! Du nuschelst! Manuskript. Und hier ist noch eine Kiste. Ah. Da war sie. Oh, langsam kriegen wir unsere Kohle zusammen hier. Erreichen. Okay. Auch cool finde ich, dass er mit dem Ducken, das es ja, glaube ich, seit 2 oder so gibt, ne? Dass man sich auch unter Gegenstände drunter ducken kann. 2 oder Brotherhood, ich weiß nicht, welches das eingeführt hat. Ich finde, das passt einfach super geil dazu. Dieses so schnell unter was wegducken.